Da sind wir auch wieder. Ich glaube, müsste die vierte Aufnahme sein, ne? Oder das vierte Video dann auf YouTube. Sind bei Connor. Ach, genau. Wir wollten uns ja hier neue Hinweise abholen. Bin ich mal gespannt. Wir uns dort wieder Erinnerungen abholen. Es regnet, aber wir tragen den Schirm nur mit uns rum. In der Mänder, die wieder hier in der Mitte ist. Spiel. Sie hat sich untergestellt, okay. Hallo Amanda. Connor, ich habe dich erwartet. Gehen wir ein kleines Stück? Dieser Abweichler war ein faszinierender Fall. Zu schade, dass du ihn nicht festnehmen konntest. Es gibt keine Entschuldigung. Mir fehlte es an Effizienz. Konntest du etwas herausfinden? Er war von Vögeln fasziniert. Abweichler können Interesse an Lebensformen zeigen wie Insekten und Haustieren. Aber nicht in dieser Form. Was noch? Okay, wir können scheinbar die eh alles des Apartments machen. Waren mit Labyrinthen und anderen Symbolen bemalt. Wie andere Abweichler schien er wie besessen von RA9. Du warst kurz davor, den Abweichler festzunehmen. Wie entwickelt sich deine Beziehung zu diesem Lieutenant? Er schien dankbar, dass ich sein Leben gerettet habe. Er hat nichts gesagt, aber es auf seine Art ausgedrückt. Uns bleibt nicht viel Zeit. Die Abweichung breitet sich weiter aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Medien davon Wind bekommen. Wir müssen das beenden. Um jeden Preis. Ich bringe diese Untersuchung zu Ende, Amanda. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Es gibt einen neuen Fall. Geh zu Anderson und untersuche ihn. Okay. Wer ist das? Das Cover? Ja, ne? Nee, Connor. Ach ja, Kerber war ja im Bus. Die hängt zu Hause. Ist hier was zu entdecken gibt? Fenster gucken.
Hier gibt's nicht. Okay. Warum reibt er sich die Hände? Ihm wird doch gar nicht kalt. Aha. Oh, er ist ohnmächtig. Lieutenant Anderson! Ich will das nicht machen. Ich will dir nicht wehtun. Ich will deinen Besitzer retten. Oh, okay. Wir können ihn erstmal liegen lassen. Ach, mal echt jetzt? Ich kann mich erstmal in der Wohnung umgucken, ohne dass er das mitkriegt. Und der hat schon bloß besoffen. Ne, da. Nein. Wieso hat er eine Pistole in der Hand? What? Revolver, ist eine Kugel übrig? Oder hat bloß eine geladen? Schottischer Whisky. Spuren von Alkohol. Herzfleischarrhythmie, keine Anzeichen eines Traumas. Lieutenant! Aufwachen, Lieutenant! Ich bin es, Connor! Ich werde Sie zu Ihrem eigenen Wohl ausnüchtern. Ich muss Sie warnen. Los, das wird nicht angenehm. Verpiss Sie aus meinem Haus! Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche Sie. Okay. Danke im Voraus für Ihre Kooperation. Hey, verpiss dich, Gefäß von hier! Hey, hey, hey! Schuhe! Fassi! Guter Hund! Fassi! Ich kann nur. Wartezimmer. Verdammt, ich glaube, ich muss kotzen. Lass mich in Ruhe, du Arschloch! Ich geh nirgendwo hin! Was soll das? Ich will nicht mal. Danke. Tut mir leid, Lieutenant. Es ist zu Ihrem Besten. Das ist ja nett. Was zum Teufel machst du denn hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Kopf der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Wenn Sie diese Untersuchung nicht leiten können, bin ich gezwungen, Ihre Vorgesetzten zu informieren. Mach doch, sag Ihnen Scheiß auf Sie! Lieutenant, Sie sind nicht Sie selbst. Sie sollten... Verpiss dich, verstanden? Verschwinde endlich hier!
Gut, ich verstehe. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter Mann gefunden in einem Sexclub in Downtown? Man wird den Fall sicher auch ohne uns lösen. Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden. Was, wenn ich im Haus umgucken? Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Ah, okay. Ich hole sie. So, aber hier erstmal. Kann das sonst eigentlich immer in den Spiegel gucken? Jetzt, wo der Zettel dran hängt, darf ich das nicht, oder was? Na? Hier gibt's gar nichts zu entdecken. Na. Okay. Was möchten Sie anziehen? Alles egal. Hippie gestreift. Dreifig? Hippie findet er bestimmt nicht so lustig. Hätte aber gestreift. Obwohl das alles blöd aussah. Hab ich gesagt. Oh, bin ich am Kotzen? Alles in Ordnung, Lieutenant? Ja, ja. Wundervoll. Nur, gib mir 5 Minuten, okay? Klar. Lecker. Erfahre mehr, aber jetzt darf ich rumschnüffeln oder was? Was? War doch gerade hier. Das ist dämlich. Was ist Zeit für die Reise, eine? So, Tab. Noch mehr. Ach, hätten wir vielleicht auch die Klamotten nehmen können? Wow. Die wären dann mit Sicherheit besten gewesen. Genau das Essen, was wir eigentlich erwartet haben. Okay. Verstorben Anderson Cole, geboren 2022, gestorben. Und hat also 6 Jahre. Das habe ich nie aufs Datum geachtet, ne? Ich kann sagen, dass es heute war. Was wollten Sie mit der Waffe? Russisches Roulette. Ich wollte sehen, wie lange es gut geht. Ich muss vorher zusammengeklappt sein. Sie hatten Glück. Der nächste Schuss hätte sie getötet. Warum legst du die Waffe wieder auf den Fußboden? Ah, scheiße. Sei schön brav, Sumo. Ich bin gleich wieder da.
einiges nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob die Zeit einfach um war oder ob die Frage. Ja. Den Unterschied gegeben? Nur. Ja. War das? Wie war das? Hengst, hä? Wann habe ich einen Hengsthund gereitet? Okay. Oh, hier, hier. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Sind die anderen Fenster bestimmt? Da hat man mir aber keine Wahl mehr gelassen. Okay. Dann kann er bestimmt klingeln. Oder so. Ah, das ist die Hure, wa? Das ist Wahnsinn. Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Was machen wir jetzt? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und blaues Blut. Mir nach. Okay, Chalco, neutral. Oh, 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 oh. Vorsicht! Und was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg. Man, das sieht keiner, oder was? Marcus, komm hier hoch. Okay. Cyberlife Lagerhäuser. Da drin ist alles, was wir brauchen. Zuerst muss diese Drohne weg. Ich mach das. Und wie machen wir das? Bewegt sich gerade. Okay.
Also bestimmt da lang. Ja, doch, doch. Ja, aber dann wissen doch auch alle, wo wir sind. Weil die Drohne meldet sich doch bestimmt, wenn sie abstürzt. Bist du okay? Ja, ja, alles klar. Gut gemacht, Marcus. Öffnet die anderen Kisten und packt alles ein. Nehmt so viel ihr könnt. Gamer One Schule. Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Herzlich willkommen. Freut mich, dass du dabei bist. Das ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. Sir! Gottverdammte Maschine! Wo ist er diesmal? Was macht ihr da? Ich sagte doch. Tut mir leid, aber wir brauchen das Zeug. Steck den Rest ein, dann nichts wie weg. Sucht weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. Was ist mit ihm? Was? Was wird da Schönes haben? Könnten da komplette Androiden vielleicht drin sein? AP 700. Aber die haben doch bestimmt einen Ordnungschip, oder? Können wir nicht tragen. Gehen wir. Nehmt mich mit. Er ist auf ihrer Seite. Wir können ihm nicht trauen. Er hat uns geholfen. Wir können ihn nicht hier lassen. Es ist viel zu gefährlich, sie mitzunehmen. Okay. Sie kommen mit uns. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile sind. Was meinst du? Die Laster. Sie sind voller Biokomponenten.
Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel? Da hinten, in der Kontrollstation. Zwei menschliche Wachen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus. Unsere Taschen sind voll, wir haben, was wir wollten, also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile, genügend für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen, es ist zu riskant. Das können wir schon hin. Wartet hier. Nach 10 Minuten geht ihr ohne mich. Marcus. Ich komme mit dir. Nein, ich gehe allein. Wir müssen nicht beide unser Leben dafür riskieren. Wir haben auf jeden Fall ein Messer. Das öffnen, das öffnen. Warum ist jetzt Shift schauen? Ja, hoffen wir mal, dass die uns nicht sehen hier. Kindern campen. So viel dazu. Ist Mike noch in Zone 4? Sieht so aus. Er sollte längst fertig sein. Hier ist es besser als draußen auf Patrouille. Nee, ich will dich nicht bedrohen. Ich wollte nur die Waffe nehmen. Schon wieder dumm. That escalated quickly. Warum dürfen wir den aufmachen? Schnell, rein hier! Ich habe gerade überlegt, wie wir durchkommen, aber...
Okay, sie weiß also, dass wir die angegriffen haben. Tot dürften sie nicht sein. Eine Wagenladung! Wir haben die ganze Ladung geklaut! Wir haben Biokomponenten für alle. Ohne Marcus hätten wir das nie geschafft. Ich kam nach Jericho, weil Androiden hier frei sind. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei, stumm zu sterben, in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Diese Freiheit will ich nicht. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei. So, mal schauen. Hä? Wir hätten ja auch nicht folgen können, aber das hätte keinen Unterschied gemacht. Wir hätten uns verletzen können. Wäre wahrscheinlich wegrennen gewesen hier. Oh, wegrennen hätte direkt hier hinten zu einem anderen Ende geführt. Guck mal. Nur das außer Gefecht setzen führt zum mit Laster entkommen. Okay, das ist ja interessant. Na gut. Ich hoffe, es geht mit K.O. weiter. Oh ne, mit Komma. Weil es ist ein Trip-Club, wo Androiden tanzen. Schon mega ungeil. Mein Schädel mit einem Presslufthammer bearbeiten. Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Okay. Dann mal los. Scheiße. Die heißesten Androiden der Stadt. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Oh, geht nicht. Oh, Mann. Hätte der was anderes gesagt, wenn wir ihn beobachtet hätten?
Wir standen gerade die Preise. Es ist das Zimmer. Und extra was? Übrigens, Gavin ist auch da. Die Hauer, 19 Dollar für eine Stunde. Lass mich mal vorbei, bitte. Go away! Das, wir spielen auf dem PC. Wir bearbeiten alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Tja, ihr versteht. Ansonsten gibt's das Spiel nur für PlayStation. Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Na los, gehen wir. Irgendwie riecht sie doch nach Alk. Nacht, Lieutenant. Aufgaben. Untersuche das Opfer, untersuche den Androiden. Kann ich wieder raus? Ich wollte eigentlich da draußen noch was gucken. Choose your fantasy. Okay. Kann man die Raum designen? Kannst auch Goro sagen? Ja, dann Goro. Also, Detroit became human ist. Ich vergesse mal, wie die Spielart heißt. Das ist schon fast mehr wie Film. Es besteht fast nur aus Quicktime-Events und erzählt hier die Geschichte von drei Androiden. Ja, dem Connor, den wir gerade spielen. Und es erzählt noch eine vierte Geschichte, und zwar die, wo es dauernd abschmiert. Gut, da kann ich kurz erzählen, worum es geht. Es geht um drei Androiden. Connor, Kara und dem letzten, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Das war die Szene davor gerade. Nach Spiel kommen. Es hängt alles ein bisschen miteinander zusammen. Die ganzen USA sind voll mit Androiden überall. Jeder hat einen zu Hause. In Fabriken arbeiten nur noch Androiden und so und und. Und die Androiden machen sich selbstständig. So langsam. Die Kara, die beschützt zum Beispiel ein Kind, was vom Vater misshandelt wurde. Das ist eine echt richtig geniale Geschichte. Man kann in jeder Szene, so wie jetzt hier die Szene in dem Club, muss man Entscheidungen treffen, die sich immer auf später auswirken. Ja, also. Und die Hauptcharaktere können zum Beispiel auch sterben. Also das ist ein Spiel hier, das muss man mehrmals durchspielen, um verschiedene Storylines zu kriegen. Und wir sind jetzt beim ersten Mal. Na, also ich weiß auch zum Beispiel noch nicht, wie es ausgeht. Ist wirklich sehr zu empfehlen. Aber ich würde empfehlen, wenn du eine PlayStation hast und das Spiel möchtest, das auf der PlayStation zu spielen, auf dem PC, läuft zwar theoretisch sehr gut, aber es stürzt oft ab. Im Moment. So. Also, wir können uns schon bewegen. Nur die Hinweise von gerade nochmal angucken. Ja, man kann sich dann hier immer umgucken und machen. Man kann auch viele mäßig, also futuristisch. Ja, es ist es spielt glaube ich nur 20 Jahre in der Zukunft. Ich glaube 2039 müsste es hier sein aktuell. Im Führerschein steht Michael Graham. Kreditkarte und auch Bargeld. Okay. Foto mit Ehefrau und zwei Töchtern. Um den Anruf weiß sich keiner. Na, wieso es abstürzt, weiß ich leider nicht. Es kann natürlich auch an den Bedingungen liegen, die hier bei mir herrschen. Also zwei Grafikkarten und Aufnahme plus Stream und so. Aber bei mir stürzt es aktuell wirklich regelmäßig ab. So, guck mal, jetzt können wir das ja mal untersuchen. Aufstehen. Jetzt haben wir zum Beispiel die Wahl. Wir können auch nicht untersuchen. Wir können immer wieder aufstehen, aber wir tun das jetzt natürlich erstmal. Wählen wir mal eine Diagnose aus. Und es ist nicht ganz so futuristisch. Es ist halt nur mit die Androiden. Oh, hey. Ah, oh, Connor.
Anna, das ist ekelhaft! Ich muss gleich nochmal kotzen. Blaues Blut, Modell, Seriennummer. Suche das Opfer, das machen wir natürlich auch. Goro, vielen Dank und herzlich willkommen dabei. Schwere Blutergüsse, Würgemale, Todesursache ersticken. Okay. Das ist nur die Frage, wer hat denn gewirkt? War das der Android oder war er noch hin? Hat zum Fall nicht Todesursache? Na gut, Todesursache haben wir ja schon. Bei Michael, 188 Gewicht. 1824. Und das hier rekonstruieren. Und irgendwas stimmt jetzt ja nicht, zum Beispiel, ne? Dann können wir. Genau, da fehlt halt eine Person. Aber was passiert ist, sehen wir hier so nicht. Todesursache war kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Ja, er hat Druckstellen an seinem Hals. Aber das beweist gar nichts. Vielleicht steht er ja drauf. Wir übersehen irgendetwas. Kannst du den Speicher des Androiden auslesen? Vielleicht siehst du, was passiert ist. Ich doch schon, oder? Ich kann's versuchen. So, das ist nochmal was anderes. Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist, ihn zu reaktivieren. Schaffst du das? Schließen. Er ist schwer beschädigt. Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute. Eher weniger. Okay. Ich hoffe lange genug, um etwas erfahren zu können. Jo. Dann guten Hunger. Verbinde dich doch jetzt. Ich werde dir ein paar Fragen stellen. Kannst du sprechen? Ist er tot? Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu schlagen. Wieder und wieder. Ich flehte ihn an, du hörte nicht auf. Hast du ihn getötet? Nein. Nein, ich war das nicht. Ach so. Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben. Das wollte er. Wir waren zu zweit. Welches Modell war dieser Android? Sah er aus wie du? Fuck, vielleicht hätte man das rauskriegen können. Schneller gewesen wären. Fuck. Da war noch ein Android. Das ist vor mehr als einer Stunde passiert. Der ist längst weg. Nein. In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Sie könnte noch hier sein. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen. Oh, Scheiße. Da muss es noch etwas geben. Vielleicht ein Augenzeuge, jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so. Die Androiden keine Kamera sind Augen. Ob er was gesehen hat. Weichern die nicht? Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid. Kannten Sie das Opfer? Nein, ich meine, er war zwei oder dreimal hier. Ich meine, diese Typen reden nicht gerade viel, wissen Sie? Sie kommen, haben Spaß und gehen dann wieder. Gab es hier schon mal Ärger mit den Androiden? Nein. Gut. Einmal. Vor zwei bis drei Monaten war einer weg. Gleiches Modell. Einfach weg. Wir wissen nicht, was passiert ist. Sie haben nicht zufällig einen Überwachungskamera.
Ja, wir können nur mit der einen reden. Niemand weiß, wer hier ein- und ausgeht. Ja, natürlich. Die Geschäfte laufen gut, stimmt's? Ja. Das Gute an Androiden ist, sie sind zu allem bereit. Man holt sich bei ihnen nichts und sie schweigen wie ein Grab. Da lässt man die Sau raus. Tja. Ja, je mehr ich über Menschen weiß, desto mehr mag ich meinen Hund. Ist er durch? Echt eine Nervensäge. Hat mir Ewigkeiten das Ohr abgekaut wegen seiner Lizenz. Ja, dachte, er macht mir die Tür auf. Keine Ahnung. Ich glaube, es war noch ein Android im Zimmer. Noch ein Android? Ja, das sagt zumindest Connor. Verzeihung, Lieutenant. Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht. Diese Tracy mieten? Verdammt nochmal, Connor, wir haben Besseres zu tun. Bitte, Lieutenant. Vertrauen Sie mir. Ja, ja. Hallo, 30 Minuten kosten 29,99. Bitte bestätigen Sie den Kauf. Will er bestimmt wieder haben. Macht auf der Spesenabrechnung aber keinen guten Eindruck. Schön, Sie kennenzulernen. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Okay, und was jetzt? Gehen wir doch mit. Oh, Scheiße, komm. Was zur Hölle machst du da? Eine blauhaarige Tracy läuft in Richtung des Eingangs. Ja, wir haben irgendwo einen Hinweis übersehen. Wir können uns auch nicht umgucken, wir können nur das Video so gucken. Sie hat etwas gesehen. Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle 2 Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Okay, die blaue Tracy war dort. Sie guckt da in die richtige Richtung. Hey, und was soll ich mit der jetzt machen? Sagen Sie, Herr Höfling, probieren wir den hier. Hoffentlich mit. Ja, scheiße, die war... Da ist er doch. Welche Richtung ist die? Noch da hinten. Er sah die blauhaarige Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Dann hinterher. Hier sind überall Androiden, verdammt. Wie willst du herausfinden, welcher die blauhaarige Tracy gesehen hat? Ich kenne...
Was denn? Den roten Raum. Du hast doch bestimmt was gesehen. Wo war sie jetzt? Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Du stehst in guter Blickrichtung. Ah, du bist ein kleiner Perverser, hä? Nichts. Die blauhaarige Tracy kam hier nicht vorbei. Also? Das ist in dem blauen Raum. Den Easter Egg gibt. Ich bin doch da lang. Okay. Und der Android, der da putzt? Okay, er war in einem Raum. Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Okay, dann gucken wir mal bei den zwei. Also, Andreas hat sich in einem Raum versteckt. Genau neben dem, wo wir gerade waren. In dem Raum, der verfügbar ist. Ach doch, nur jetzt geht's. Scheiß Spiel. Mitarbeitereingang geflohen. Okay. Ich weiß, wo sie hin ist. Kommen Sie! Scheiße, Mann, das ist doch Wahnsinn! Warte! Ich übernehme das jetzt. Okay. Runde Tracy auf jeden Fall, oder? Ah.
finde ich gut in Quicktime Events. Quicktime, nicht Quicktime. Fuck! Dieser Mann erschlug die andere Tracy. Ich wusste, ich bin die Nächste. Ich hatte solche Angst. Ich bat ihn, aufzuhören, doch er hörte nicht. Da legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte einfach nur überleben und zurück zu meiner Geliebten. Ich wollte nur wieder in ihren Armen liegen und dabei die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach Schweiß und die schmutzigen Wörter. Na komm, gehen wir. Hey, warum lassen wir die jetzt wegrennen? Ist vermutlich besser so. Hä, warum lassen wir die rennen? Hätte das trotzdem festnehmen können. Okay, wir haben das übersehen. Oh, wenn man eine Menge finden kann. Schon Ende sein können, lol. Oh, das Cover. Da muss ich mal. Ja. Treffen wollen. Woher weißt du von ihnen? Von den Androiden in Slatkos Haus. Sie sprachen von Menschen, die Androiden über die Grenze bringen. Wenn's gelogen war? Oder noch eine Falle? Ich weiß nur, dass die Androiden es glaubten. Bis Slatko sie umbrachte. Dass Slatko ein Auto hat. So muss Alice nicht wieder durch die Kälte. Er stand immer in der Garage. Ich weiß nicht, ob Slatko es jemals benutzt hat. Ist es noch sehr weit? Wir sind in etwa einer Stunde da.
Position festgestellt. Das war klar. Bremsen aktivieren. Das war ja so klar. Das sieht nicht gut aus. Bleib sitzen, Alice. Achso, der hat einen Benzinmotor, oder? Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Zu Fuß gehen, schätze ich. Es ist eiskalt. Alice schafft das nicht. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Hier gibt es keinen Platz zum Übernachten, Kara. Tja. Da drüben. Gar nicht gruselig. Wir brauchen eine Unterkunft. Wir müssen aus der Kälte raus. Scheint schon länger geschlossen zu sein. Was ist da brüllen? Noch schnell neben dir. Willkommen im Piratenland, meine Lieben. Hier haben alle einen Mordspaß. Willkommen im Piratenland, meine Lieben. Hier haben alle einen Mordspaß. Okay. Ich hoffe, der ist wirklich kaputt.
Hier fällt alles auseinander. Wird nicht leicht, einen Schlafplatz zu finden. Okay, also wahrscheinlich da an das Gebäude. Kara, das solltest du dir ansehen. Ich habe was gefunden. Jetzt können wir auch gar nicht mehr reingucken, oder was? Ich mach das. Na bitte. Wir werden nichts Besseres finden. Machen wir es uns gemütlich. Ich mache ein Feuer an. Das USS Iowa vermisst. Von der Band haben wir schon ein bisschen was gehört, ne? Ich mach das Feuer hier. Dann stört uns der Rauch nicht so. Okay. Piratenkissen. Glaubst du, wir sind eines Tages wie sie? Wenn wir über die Grenze sind, fangen wir neu an. Du kannst in die Schule. Vielleicht finde ich einen Job.
Genau wie sie. Wie alle anderen. Dass wir beide zusammen sind. Das ist alles, was zählt. Na komm. Aufgestiegen zur Familie. Irgendwas fehlt noch. Oder kommt gleich noch. Es sind noch Kekse da. Möchtest du welche? Nein, ich bin nicht hungrig. Okay. Ja, dann decken wir sie mal zu. Schlaf gut, Alice. Und träum schön. Erzählst du mir eine Geschichte, Kara? Ich habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. Mir sollte eine einfallen. Scheiße, ich hab vergessen, was sie mochte. Es war einmal ja, doch, ein Einhorn. Das. Nein, nicht so eine Geschichte. Eine nur für mich. Es war einmal ein kleines Mädchen, das allein in einem großen, alten Haus lebte. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber... Der Schatten, der also, ich wollte eigentlich müssen wir die holen, aber jetzt muss da bleiben. Verdammt. Okay. Dann traf es einen Roboter. Bleib schalten. Der auch sehr unglücklich war. Die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen. Um ein besseres Leben zu finden. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber... Sie hielten zusammen und konnten so alle überwinden. Unterwegs trafen sie... Riesen, der versprach, sie zu beschützen. Wie geht die Geschichte zu Ende? Happy End. Sie fanden den Ort ihrer Träume und lebten dort glücklich zusammen. Geschichten haben immer ein gutes Ende. Aber in echt ist das nicht so. Zeit zu schlafen. Morgen liegt wieder ein sehr langer Tag vor uns. Kommst du und sagst mir gute Nacht, Luther? Ja. Ja, natürlich. Nacht, Alice. Schlaf gut. Okay, jetzt kann ich mir was zu trinken holen. Sofort wieder da. Oh, Pause dabei, für den Fall, dass wieder irgendwas kommt. Also bis gleich.
So, da bin ich wieder. So. Wir können mit Lusa reden. Oder müssen jetzt. Ich bin mal gespannt, was er zu sagen hat. Ein liebes Mädchen. Ja. Sie ist sehr tapfer. Erinnerst irgendwas du dich fehlt. Eigentlich an dein Leben? Vor Slatko? Nein. Mein Modell wurde für schwere Arbeit entwickelt. Vielleicht war ich Hafenarbeiter oder in einer Fabrik. Wer ich war, ist nicht mehr wichtig. Das war nicht wirklich ich. Es schneit noch. Das wird ein weiter Weg. Wir sollten früh los, wenn wir nicht entdeckt werden wollen. Kara. Ist dir jemals was aufgefallen? An Alice? Nein, worauf willst du hinaus? Kara! What? Jerry, wir haben hier im Park gearbeitet. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns weh zu tun. Da wollten wir nachsehen. Was macht ihr hier? Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen? Wir haben lange keins mehr gesehen. Kinder waren so gerne hier bei uns. What? Sieht traurig aus. Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für sie. Etwas Lustiges. Wird ihr gefallen. Will sie es sehen? Oh, ich glaube nicht. Dann soll sie mitkommen. Alice, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich glaube, du hast keine Wahl. Okay. Komm schon, Kara. Ich wusste, das wird gruselig. Oh, betreiben die das Rad? Das Karussell? Sei unser Gast. Die Kleine geht bitte an Bord. Das Karussell wird sich gleich drehen. Bin nicht sicher, ob das gut ausgeht. Die Charlie-Szene ist krass.
Der hat Charlie im Hintergrund, oder? What the fuck? Okay, ich hätte gedacht, das geht böse aus. Der Kneipe fehlt was. What the fuck? Auto fällt auf. Mir fällt auch was. Ja, knapp zwei Sachen. Ist das? Ereignis. Er macht Feuer, okay. Können wir vielleicht noch durch ein Fenster gucken? Entfernnis. Okay, das macht keinen Unterschied. Das haben nur 2% gemacht. Interessant. Okay. Mit der Kamera, ja. Was hängt? Fragebesprechung mit Hank? Was ist mit dem Mann des Jahrhunderts geschehen? Der mysteriöse Mr. Kamsky. Märkte rechnen mit Krieg. Aktienmärkte fallen aus Angst vor. Was Arktis-Konflikt und 10% Zustimmungswerte von Präsidentin waren auf 33% gefallen. CyberLife, das erste Billionen-Dollar-Unternehmen der Welt. Okay. Schöne Aussicht, hm? Ich war sehr oft hier. Früher. Das läuft schon wieder. Hat aber nie lange gedauert. Darf ich Sie etwas Persönliches fragen, Lieutenant? Sind eigentlich alle Androiden so verdammt neugierig oder nur du? Da steht ein Foto von einem Kind auf ihrem Küchentisch. Das ist ihr Sohn, richtig? Ja. Sein Name war Cole. Ich glaube, wir machen eh alle. Sie sagten, ich war sehr oft hier früher. Da und Spielplatz. Wann früher? Früher. Früher eben. Wir machen keinerlei Fortschritte bei der Untersuchung. Die Abweichler haben nichts gemeinsam.
Es sind verschiedene Modelle, weder gleichzeitig produziert, noch am gleichen Ort. Tja, etwas muss es geben. Was sie gemeinsam haben, ist diese Besessenheit von RA9. Es ist fast so eine Art Mythos. Etwas, das sie erfunden haben und nicht Teil des Originalprogramms ist. Androiden, die an Gott glauben. Verdammt, wo soll das noch enden? Sie wirken nachdenklich, Lieutenant. Hat es etwas damit zu tun, was im Eden Club passiert ist? Diese beiden Mädchen. Sie wollten nur zusammen sein. Sie schienen sich zu lieben. Sie wirken bedrückt, Lieutenant. Diese Maschinen scheinen sie beeindruckt zu haben. Was ist mit dir, Connor? Du siehst aus wie ein Mensch, klingst wie ein Mensch. Aber was bist du wirklich? Ich bin, was immer Sie möchten, Lieutenant. Ihr Partner? Ihr Kumpel für die Bar? Oder nur eine Maschine, die eine Aufgabe erfüllt? Du hättest die Mädchen erschießen können, hast du aber nicht. Warum hast du es nicht getan, Connor? Waren da etwa vielleicht plötzlich Skrupel in deinem Programm? Nein. Ich entschloss mich einfach nicht zu schießen. Das ist alles. Ich kann dich töten. Und dann kommst du wieder, als wäre nichts passiert. Aber hast du Angst zu sterben, Connor? Ich fände es äußerst bedauerlich, wenn es zu einer Störung vor dem Ende der Untersuchung kommen würde. Was passiert, wenn ich jetzt abdrücke? Nichts? Nur Dunkelheit? Androidenhimmel? Ich glaube nicht, dass es einen Himmel für Androiden gibt. Jetzt bist du schon bei Glauben, Connor. Sicher, dass du kein Abweichler bist? Ich teste mich regelmäßig. Ich weiß, was ich bin und auch, was nicht. Weg freigeschaltet. Wo wollen Sie hin? Noch mehr trinken. Wir können ihn bestimmt auch dazu bringen, uns zu erschießen. Das könnte interessant sein. Wusste ich. Also wir hätten ja auch sterben können. Okay, da waren wir ja schon mal. So, jetzt mit Schnee. Wir dürfen nicht länger schweigen. Die Menschen sollen hören, was wir zu sagen haben.
Du weißt, sie werden niemals zuhören. Wenn wir uns zeigen, bringen wir uns in Gefahr. Wenn wir Freiheit wollen, müssen wir den Mut haben, sie zu fordern. Hm. Das ist der einzige Weg. Interessante Angehensweise. Was hast du vor? Kanal 16 überträgt aus dem Stratford Tower. Der Kontrollraum ist im obersten Stock. Und da müssen wir hin. Okay. Wir werden alles bis ins kleinste Detail ausarbeiten und überlassen nichts dem Zufall. Okay. Das machen wir dann aber in der nächsten Runde. Weil ich werde mir zuerst etwas zu essen machen. Das passt auch ganz gut von der Zeit her. Und ich vermute, hier gibt es eine ganze Menge Wege. Also, haut rein. Wir hören uns dann in der nächsten Runde. Auf YouTube, auf Twitch, auf Mixer. Theoretisch sogar auf Smashcast. Also, bis zur nächsten Runde. Tschüss.